Neurasthenie. Genau. Beklemmungen, dabei Herzrasen, Selbstmordgedanken. Genau. Lebensüberdruss. Sie haben es beschrieben. Da habe ich was. Kommen Sie. Sie wissen ja Bescheid. Heute Vormittag erst reingekommen. Frisches Heroin aus Asien, erste Wahl. Und wie wirkt das so auf den Körper? Schmerzlindernd und es bereitet Wärmegefühle und Entspannung. Sehr cool, muss man sagen. Das klingt wunderbar, finde ich. Bevorzugen Sie Spritzen oder rauchen Sie lieber? Tja, also ich bin nicht so für Spritzen. Das kommt auf den Geschmack an. Ich könnte ja ins kalte Wasser springen. Aber verstehen Sie mich, ich möchte nicht zu viele Risiken eingehen. Ich denke, die Fehlerquote ist recht hoch. Aber nein, die Sicherheit beträgt fast 100%. Oh, so viel meinen Sie? Ja, ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie damit anfangen, dürfen Sie nicht aufhören. Und wenn ich doch aufhöre? Na, Sie fangen an zu zittern, Magenkrämpfe, Durchfall, Erbrechen, Haare und Zähne fallen aus. Man verfällt dann so langsam. Ich fürchte, das ist für mich nicht das Richtige. Haben Sie nicht vielleicht ein Probepäckchen? Entschuldigen Sie mich. Ich wollte doch nur... Gehen Sie bitte. Aber Sie kennen mich doch gut. Eben, ich kenne Sie zu gut. Gehen Sie. Hätten Sie vielleicht etwas anderes? Weniger hart also. Sie haben die Wahl hier. Thailändisch, mexikanisch, jamaikanisch oder aus den Seven? Na, das wäre ja keine weite Reise. Natürlicher Anbau? Ja, natürlich. Nur Blätter des Cannabis, sonnengetrocknet, handverlesen, ohne jeden Zusatzstoff. Also fast Bio? Genau, könnte man sagen. Kokain wäre was Feines, hat man mir gesagt. Ja, bestimmt wäre das das Richtige für Sie. Ja, aber ob mir das wirklich bekommt? Lassen Sie mich. Ja, Kokain ist spitze. Es macht euphorisch, schlaflos, es schafft Energie und Selbstvertrauen. Sie werden nicht enttäuscht sein. Es läuft im Moment sehr gut. Risiken und Nebenwirkungen. Perforation der Nasenscheidewand. Es geht auch ohne. Das macht nichts. Ja. Todesgefahr durch plötzlichen Herzstillstand bei Überdosis. Aber nein, Sie sind doch kräftig und ich jung. Weiß nicht, Sie werden es nicht bereuen. Ach, ich bin eine Last. Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, ich werde es mir lieber noch ein Weilchen überlegen. Sie, bis wie viel Uhr haben Sie denn heute geöffnet? Noch bis 7. Das ist sehr gut. Bis 7. Ausgezeichnet. Vielen Dank für Ihre freundliche Beratung. Das war sehr nett von Ihnen. Haben Sie vielen Dank dafür. Oh, ich bringe ihn zurück. Ganz vergessen. Ich bin ein wenig... Das schicke ich dir zurück. Okay? Dann mach's gut. Geht's dir nicht gut, Menu? Ich kann nicht mehr. Du Armes. Ich habe überlegt, ob wir nicht ein vegetarisches Restaurant eröffnen. Oder vielleicht ein Therapiezentrum. Menu? Hm? Hattest du nicht damit aufgehört?